waren von vornherein sehr gute Gespräche und allein die fußballerische Art, wie wir Fußball spielen wollen, war für mich ein ganz wichtiger Punkt und damit konnte ich mich sehr gut identifizieren und deswegen war die Entscheidung relativ leicht. Es war eine sehr schöne Zeit, wo man viele Leute kennengelernt hat, viele Jungs, mit denen man heute auch noch in Kontakt ist, deswegen würde ich sagen, eine durchweg positive Erfahrung und Zeit, die ich da verbracht habe. Ja, bisher werde ich auch Marco genannt, der Marco Caligiuri wird oft Cali genannt, deswegen passt es bisher ganz gut, aber vielleicht bekomme ich noch einen Spitznamen. Sehr gute Frage. Ich hatte in meiner Jugendzeit bei der Eintracht, ich glaube, 8 Jahre lang die 2 und da dachte ich mir, im Herrenbereich will ich da mal ein paar andere Nummern testen. Auf einen intelligenten Spieler, der versucht, alles auch spielerisch zu lösen, Situationen antizipiert und sich immer fürs Kleeblatt reinhängen wird. Ein Wort reicht nicht, aber ich versuche es kurz zu halten. Ich würde sagen, jung und hungrig. Spontan, schwer zu sagen. Im Fußballerischen würde ich auf jeden Fall den Aufstieg diese Saison mit Waldhof Mannheim sagen. Aber aufs Leben gesehen, glaube ich, werden noch einige schöne Dinge kommen. Da würde ich mich natürlich extrem freuen, für mich selbst und für die Mannschaft. Vor allem, weil es auch nicht so oft vorkommt, dass ich Tore schieße. Ich habe es diese Saison dann ein paar Mal erleben dürfen, deswegen würde ich mich natürlich extrem freuen.